gleich großartig gekocht wird. Fantastisch ist heute unser Motto. Wir haben die Sendung so ein bisschen unter die Frage gestellt oder unter die Überschrift gestellt, wie viele Pfannen braucht der Mensch? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich komme in aller Regel mit einer aus und selbst mit der bin ich schon überfordert. Wir fragen einfach mal nach bei Menschen, die es wissen müssen, nämlich Cornelia Poletto bei Johannes King. Wir freuen uns sehr über Alfred Schubeck, Johann Lacher und Lea Linster. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Oh, oh. Herr General. Ja. Oh. So, also. Ja. So. Na ja. Ich muss mir hier schon Beschimpfungen anhören wegen meines Höschens heute. Cornelia hat mich schon ausgelacht. Nein, ich habe gesagt, du siehst toll aus und du siehst sehr gesagt. Jung aus. Sehr jung, ja. So kann man es auch sagen. Also schön, dass ihr da seid. Fantastisch ist unser Thema heute. Und gleich mal die Frage in die Runde. Wie viele Pfannen braucht der Mensch, wenn er kocht? Johannes? Drei Stück. Drei? Cornelia? Ich habe vier gesagt. Vier? Mhm. Alfons? Zwei. Zwei. Johann? Zwei. Zwei. Cornelia? Lea, entschuldige. Also eine gute macht's auch. Eine gute macht's auch. Ja. Es muss nicht immer so viel sein. Also eine richtig gute Pfanne ist im Grunde so. Was ist denn wie ein guter Freund. Was ist denn eine richtig gute Pfanne? Eine gute Pfanne ist eine Pfanne, die nicht den Geschmack annimmt von dem, was vorhin drin war. Okay. Zum Beispiel. Das ist schon mal sehr wichtig. Nicht, dass dann du machst einmal Fisch da drin und demnächst schmeckt alles dann nach Fisch. Ja. Also wir gebrauchen ja immer die gleichen Pfannen für die gleichen Sachen. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich habe zum Beispiel zu Hause eine Pfanne, die hat schon. Die geht aber jetzt in Rente. Ja. Die ist 20 Jahre lang. Aber die kann, die kann ja unmöglich von dir sein, weil du bist ja noch so jung, Lea. Ja, aber ich habe ganz klein angefangen. Ja, so damals. Ja, da habe ich immer die Kartoffeln drin gemacht für mein Lamm in der Kartoffelkruste. Ah, okay. Und niemand durfte die anfassen und nichts anderes durfte da rein. Und da waren wir einmal bei Heberlin, da haben wir nur Frauen so gekocht. Und es waren 180 Leute und ich habe, um auf Nummer sicher zu gehen, ich musste ja mein Lamm da machen, die Pfanne mitgenommen. Und dann hat der jetzt verstorbene Monsieur Paul Ebernard gesagt, oh, gib der armen Frau doch mal eine neue Pfanne. Und dann habe ich gesagt, gib mir eine andere Pfanne. Wenn ich nicht mehr weiß, wie es geht, die weiß es noch. Die weiß, wie es geht. Herrlich, ich merke schon, da steckt sehr viel Herzblut drin. Alfons. Was ist das hier? Fenchel karamellisieren. Was machst du da? Du karamellisierst was? Ich karamellisiere Fenchel. Fenchel? Das schmeckt großartig. Mhm. Wie machst du das genau? Ich Puderzucker in die Pfanne rein. Mhm. Lass ihn ganz leicht schmelzen und karamellisiert dann den Fenchel da drin. Ja? Das ist ja super. Ja, das ist ja wie ein. Das würde ich vor dem Fernseher sitzend essen. Ja, ist gesünder wie manche andere Sachen. Na, ernsthaft? Ja, darf ich das mal mitnehmen? Ja, klar. Schau mal. Karamellisierter Fenchel. Haben Sie sowas schon mal probiert, meine Damen und Herren? Wer kennt karamellisierten Fenchel? Wer isst gerne Popcorn zu Hause vom Fernseher oder andere Dinge? Hände hoch. Puderzucker. Keiner natürlich, ne? Nein. Puderzucker ist Vollzucker. Sie? Na, Sie sind ja so schlank. Wollen Sie mal probieren? Gerne. Das ist phänomenal. Ich bin gerade ganz begeistert. Lecker. Ist gut, ne? Können Sie auch mal probieren? Ist vom Meister Hand geschnitzt sozusagen. Ja. Sie müssten jetzt ganz andächtig reinbeißen und dann sagen, dass es toll ist. Ist toll, gut, super. Das nehmen wir so. Gut, wir mal probieren. Ist gut, ne? Genial. Ja, genial. Ja. Gut, ja. Herrlich. Ja. Ne? Oh. Ist ein Traum. Könnte ich mich dran gewöhnen, Alfons? Ist das so leicht zu machen, oder? Ja. Brauchst du ein bisschen an Zucker? Was nimmst du denn da? Puderzucker? Ja, kurzen Kristallzucker nehmen wir und dann. Herrlich. Lass ihn leicht schmelzen, aber sagen wir mal, leicht ist nicht, weil wenn du zu heiß bist, verbrennst. Okay. Du musst immer schauen, dass der nicht so stark zusammenklebt. Okay, also auch da. Du kannst es in die Mühle reingeben, nehmen wir mal die Hand auf. Ja. Das ist ein bisschen. Und das mache ich jetzt mit der Soße. Ja. Und gib auf den Fisch dann drauf. Zum Schluss den karamellisierten Fenchel. Okay, den kann ich jetzt so essen, ja? Mmh. Herrlich, herrlich. So, wir wollen ein bisschen über Pfannen reden. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich die Überleitung kriege zu Cornelia, aber wir reden über Pfannen auf jeden Fall. Cornelia, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir machen heute
bei dir hier auf der ersten Position. Eine Pilzfrittata mit Pancetta. Mhm. Das ist dieser Bauchspeck, ne, die Pancetta. Genau, die liegt da vorne. Hier vorne, genau. Und Pilzfrittata, da gibt es natürlich unglaublich viele Fragen, die sich direkt daran anschließen. Zunächst mal, großes Thema, die Pfanne. Hast du besonders leichte Pfannen, weil du eine so kleine, zierliche Person bist? Also ja, ich gebe natürlich zu, dass die Großen echt manchmal schwer zu handeln sind. Ja, ne? Also das ohne ist Frage. Richtige, das ist richtiger Kraftaufwand. Und das sind halt so schöne Teflon-beschichtete, leichte Pfannen, mhm, die jetzt auch toll sind, weil die Frittata dann nicht zu groß wird. Ja, also die sieht dann ein bisschen eleganter aus. Und da bin ich einfach auf der sicheren Seite, dass mir diese Frittata ist ja nichts anderes als im Grunde genommen eine Form von Pfannkuchen. Ja. Ja? Und dass mir die daran nicht kleben bleibt, weil das ist ja immer so frustrierend. Da macht man sich irgendwie Gedanken, putzt die Pilze, macht und tut und dann klebt alles in der Pfanne fest. Du putzt die Pilze nicht, wenn ich das hier richtig sehe, sondern du wäschst die. Ja, ich habe die Stiele. Und ich habe unzählige Gespräche hier im Ohr und noch im Hinterkopf, in denen es immer wieder hieß, Pilze auf gar keinen Fall waschen. Ja, das ist unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel Pfifferlinge putze, dann habe ich hier jeden Stiel einzeln sauber geschabt mit dem Messer und einmal nur kurz im Wasser. Und jetzt sieht man doch, dass da ganz schön viel Sand noch drin ist. Und dann schleudere ich die mit so einer Salatschleuder und lege die auf den Küchenkrepp, dass die sich nicht vollsaugen mit Wasser. Okay, also das ist schon, es bleibt dabei. Es ist wichtig, Pilze nicht zu sehr mit Wasser Die Kräuterseitlinge und Steinpilze würde ich nie waschen. Ja. Da habe ich einfach jetzt ein feuchtes Küchentuch genommen und habe die hier vorsichtig ein bisschen sauber gemacht. Pilze ist richtige Fummelarbeit, ne? Ja, aber das lohnt sich danach auch, finde ich. Du sagtest, wie viele Pfannen braucht der Mensch zum Glücklichwerden? Ich habe gesagt zumindest vier, wobei Lea natürlich recht hat. Eine richtig gute macht fast alle Jobs, aber wenn man ein bisschen weiter denkt, also ich finde eine Grillpfanne großartig, weil die einfach noch mal ein bisschen besonderen Geschmack gibt. Eine gusseiserne für die besten Bratkartoffeln, also eine richtig schwere. Bratkartoffeln, du meinst hier sowas, ne? Ja, das ist keine gusseiserne, aber die ist schwer. Ja, ja, in der Tat. Aber sowas, richtige. Genau. Bratkartoffeln geht nur in so einem Ding, richtig? Ja, weil die hat eine tolle Wärmeleitung und dann kann man die nicht auf nicht so hoher Temperatur schön langsam kochen. So ein Garen, ne? Okay, das geht um die Wärmeleitung. Genau. So, was noch? Moment, jetzt hatten wir zwei, drei. Dann natürlich so eine Teflonpfanne, die ist halt toll für solche Eierspeisen oder auch für Fisch auf der Haut, dass der nicht kleben bleibt, ja. Mhm. Und warum habe ich. Ach so, eine Wokpfanne finde ich auch noch ziemlich wichtig. Wokpfanne einfach, ja, weil du gerne. Ja, super, weil ich so gern Pasta mache und dann kann man alles für den Sugo da drin fertig machen und die Pasta so gut drin schwenken. Herrlich. Sag uns Bescheid, wenn es mit den Pilzen hier ernst wird, vor allem mit der Frittata, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wie man Pilze richtig zubereitet. Ja. Ist eine Kunst für sich. Kennst du auch Pilze, was in Italien häufig gegessen wird? Pilze paniert und dann frittiert? Ja, ja. Das machen die Österreicher auch. Als ich jetzt in Österreich war, habe ich diese großen Pasol-Pilze. Ja. Die werden ja wie ein Schnitzel paniert und dann mit so einer Sauce Tartar dazu. Das ist großartig. Ja, es schmeckt absolut gut. Ja. So, ja. Dann freuen wir uns über den Besuch von Johannes King, der uns heute was macht? Einen Kartoffelkuchen. Ja. Kartoffelkuchen mit Matthias. Ja. Und Apfelgurken-Schnittlauchcreme. Jawohl. So, Matthias. Ja. Du kommst ja aus Sylt. Ja. Ich habe welche mitgebracht. Sollen wir mal gucken? Ja, bitte. Ich habe extra ein paar unterschiedliche Sorten mitgebracht. Ach so, ich dachte, mehr oder weniger Matthias, dachte ich. Nee. Da haben wir schon mal ein paar unterschiedliche Sorten. Ich muss dazu sagen, Matjes-Saison ist ja eigentlich vorbei. Ne? Ja, ist ja auch schon. Da sind wir ja im Herbst drin. Eben. Und die Matjes-Saison fängt da Anfang Juni an. Geht gute zwei Monate. Und dann habe ich hier so Matjes, die einfach nur gesalzen sind. Ist es wahr? Ich habe das hier in meinen Unterlagen. Ja. Am 9. Juni geht die Matjes-Saison los. Wieso am 9. Juni? Großes Fest. Ja, das sind die einfach am reifsten. Also da haben die den höchsten Fettgehalt. Es ist ganz wichtig, dass sie einen hohen Fettgehalt haben. Okay. Und dann sind die perfekt. Und dann legt man damit los. Da wird ein großes Fest heute draus gemacht. Und wenn man mal überlegt, die Holländer produzieren 95% der Matjes. Und die Deutschen essen 95% und produzieren nur 5%. Das ist wirklich so. Das heißt, wir importieren eine Menge Matjes aus Holland. Genau. Okay. Das ist eigentlich so tragisch, dramatisch ist das eigentlich. Ja. Ja.
denn eigentlich müsste es ja andersrum sein. Es ist total dramatisch, dass die Holländer so eine Schnitte mit uns machen. Ja, genau. Ja, genau. Das finde ich auch. Und die schmecken auch wirklich unterschiedlich. Ich habe hier mal einen eingelegt, mitgebracht. Da ist ein bisschen rote Beete mit dem Spiel. Das sieht man ganz oft, wenn die dann so rötlichen Stich dann haben. Die rote Beete mit dem Spiel. Rote Beete-Saft ist da beim Marinieren dann mit dabei. Ach, beim Marinieren. Genau. Okay. Der ist zum Beispiel geräuchert. Der Matthias hat unter Wasser da rote Beete abgekriegt. Ihr füttert die auf Sylt jetzt mit roter Beete da. Der ist leicht geräuchert und wir probieren nachher alle Sorten. Und das ist so ein richtiger Fass, Matthias. Da wird der Matthias, der wird nur hier eingeschnitten. Da wird hier noch ein bisschen von den Innereien rausgeholt. Ja. Der Rest bleibt alles drin. Ja. Dann werden die in Fässer reingestopft, gesalzen, luftdicht zugemacht. Mhm. Und der Saft durch das Salz entzieht es ja dem Matthias Wasser. Mhm. Okay. Da reift er dann langsam drin. Sechs bis acht Wochen, dann kommt er raus. Und das riecht deutlich anders. Oh ja. Kräftiger. Ja. Als das hier. Ja, das ist extrem neutral hier. Ja. Ne? Also da passiert gar nichts. Und richtig guter Matthias zeichnet sich also für dich dadurch aus, hoher Fettgehalt. Ja. Wie sorgst du dafür, dass das Fett dann auch drin bleibt, wirklich, damit dieser Geschmack dann ja erhalten bleibt? Ja, also man muss jetzt noch mal vorausschicken, es gibt ja nur in der Zeit Matthias, dann ist vorbei. Mhm. Die ganze Ware, die es dann auf dem Markt gibt, ist alles gefrorene Ware. Der Matthias wird in den 8 Wochen wird er gefangen, verarbeitet, konserviert mit Salz und dann sofort eingefroren. Ist dann aber keine schlechtere Ware. Ist dann keine schlechtere Ware. Man hält es dann eben so eben über das ganze Jahr hinweg. Okay. Sonst wäre jetzt die Matthias-Saison vorbei und ich müsste zu meinem Kartoffelkuchen dann was anderes machen. Ja, genau. Ja. Wir schauen uns das gleich nochmal in Ruhe an. Denn ich glaube, Lea ist gerade beschäftigt mit einem Sorbet. Ja, also... ich mache hier ein sehr gutes Ananas-Sorbet mit. Genau, sag uns zunächst mal, was du heute machst, Lea. Was hast du vor? Also, ich habe jetzt hier sogar, ich habe den Johann gefragt, wie soll ich mich entscheiden, weil wir haben ja hier Ananas. Ja. Und ich mache Sorbet und ich brate Ananas. Ja. Und die hier, die scheint mir reifer zu sein. Da habe ich mich entschieden dafür, die für Sorbet zu machen, weil ich die hier auch andersrum schneiden möchte. Denn interessant ist ja dieses Handwerks. Also du machst karamellisierte Ananas-Spieße mit Ananas-Basilikum-Sorbet. Ja. Wow. Basilikum und Ananas passt natürlich gut zusammen, ne? Ja, passt. Die beiden passen außergewöhnlich gut zusammen. Ja. Und die Basilikum, das wird Alphonse, gell? Basilikum, das macht alle Speisen sehr bekömmlich und schmeckt schön frisch. Ist das so? Das stimmt, ja. Genau. Voilà. Ich weiß, Alphons, wie geht's dir denn so heute? Bist ja auch im Stress, das merke ich schon. Ist er? Ja, bin ich eigentlich nicht. Wenn der Schubeck so zu sehr entspannt ist, weißt du, und nicht so in Wallung kommt, ist auch gefährlich. Ja. Weil dann also ich weiß man nie genau, was er anstellt. Was machst du jetzt? Ja, also ich schneide jetzt diesen Ananas da raus. Soll ich das halten, oder? Ja, halt mal. Ist das gefährlich? Nein, eigentlich nicht. Okay. Aber guck mal, wie schön das hier geht. Ach, so funktioniert das. Ja, dass man ein bisschen so drückt. Ist natürlich auch ganz gut, wenn man hier auf der Dessertposition steht und hat Johann Lafer neben sich stehen, ne? Ja, ich mache das immer. Man muss strategisch alles gut organisieren. Unbedingt, ja. Dann kann nichts schief gehen. So sieht's aus. So. So, und du machst mit diesen Ananas was? Du guck, wie schön, braten, das jetzt hier rauskommt. Oh, das ist doch eine Freude, ne? Ja. Super. Sehr schön, sehr schön. Ah. Sehr schön. Jetzt mein Sorbet, weil die Ananasstücke, die werde ich andersrum schneiden. Ich zeige das auch. Ja. Die mache ich so. Also Ananas-Diät ist ja sehr einfach machen, wenn die Ananas gut ist. Gell? Ist sie nicht gut, ist das sehr schlimm. Dann isst man besser keine Diät. Macht man besser keine Diät. Das, was auch eine gute Diät ist. Ist auch sehr gut. Ja. Aber hier muss man schön so runterschneiden, damit diese Picken da raus sind. Denn die verderben den ganzen Spaß. So, woran erkenne ich denn jetzt, dass das eine gute Ananas ist? Am Geruch? Ja, schon, also ne? Am einfachsten geht es am Geschmack. Schmeck mal die hier, die ist ganz hervorragend. Geht. Was heißt hier geht? Nein, ist in Ordnung, aber habe ich schon süßere, bessere Ananas gegessen. Ja, da warst du in einer anderen Stimmung. Meinst du? Ja. Ja. Also ich finde die sehr gut. Nein, die ist natürlich eine gute Ananas, aber... Aber was auch ist, also alles Obst... Entschuldigung, Lea, um die Frage noch mal zu beantworten. Ich kann ja jetzt im Laden schwer einfach die Ananas anschneiden und sagen, lass mal kosten. Ja, ja, und dann, wenn die dir eine zu kosten geben, dann ist das ja nicht unbedingt die, die du kaufst, gell? Ja, davon ist meistens auszugehen. Aber Lea, hier, guck hier... Du bist von einer bestechenden Logik. Also sag mir jetzt mal bitte, wie kann ich erkennen, ob die Ananas was kann oder nicht? Also wenn sie schon mal so riecht.
von außen, wenn sie von außen schon gut nach Ananas riecht, das heißt, dass sie reif ist. Ja. Denn die anderen, die nicht. Das Problem wäre ja, wenn sie zu reif wäre, dann riecht sie ja auch noch nach Ananas. Aber dann ist sie auch weich. Und dann, okay, und dann kannst du auch schon riechen, dass sie schon fast gärt. Okay, gell? Gut. Und hier auch, wenn die sich gut guckt, die hier, die war aber höchste Eisenbahn, ne? Siehst du? Ich bin froh, dass wir die jetzt genommen haben. Gut, aber sie ist noch gut. Die ist noch wirklich gut. Okay. So, aber jetzt möchte ich noch dir zeigen, ich mache das ganz schnell, wie ich das schneide, um die da in die Pfanne zu legen. Ja. So, und das Herz raus, was ich hier bei dieser Maschine von der Haust die Ananas in die Pfanne, ja? Ja, das soll ja fantastisch sein, ja, also ja, in ja, der ja. Pfanne. Ja. Und da habe ich gedacht, aber von Ananas hat keiner was gesagt. Ja, aber ich mag die. Du wirst mal sehen, wie gut das ist. Gell? Holst du mich mal dann? Ich hol dich. Sag's Bescheid. Ja, für die Ananas, aber auch für mich. Ja. So. Und dann freuen wir uns sehr auf den Meister. Johann Lafer ist hier bei uns, der uns Weißt du was? Ich glaube, er war wieder in Asien unterwegs. Ja. Garnelenbällchen in Zitronen, Mango, Chili, Sugo mit Farfalle. Ja. Genau. Oh. Ja, das war eine Weltreise. Das war eine Weltreise. Also ich habe erstmal jetzt für dieses Hauptgericht gekocht hier einen Ansatz, wo ich die Garnelenbällchen drin gare. Das ist etwas Speck angebraten mit Knoblauch, Ingwer, mit Chili, mit Mangosaft, ein bisschen Fischfond. Das lasse ich jetzt schön köcheln. Da kommt noch Limonenschale, also Zitronenschale und Saft rein. Und dann habe ich aus Schweinespeck mit Chili, Ingwer, Knoblauch und Garnelen so eine Masse. Die hole ich jetzt mal ganz kurz. Ja, ich wollte gerade sagen, zeig die doch mal. Ja, genau. Das ist spannend. Alfons ist überraschenderweise mit Ingwer beschäftigt. Das ist jetzt das, womit ich gar nicht gerechnet hätte, muss ich sagen. Ja. Prost, Markus. Zum Wohl. Herrlich. Ja. Okay. Das ist eine richtige schöne, lockere Masse mit Garnelenfleisch und den Gewürzen und auch ein bisschen Thai-Basilikum ist drin. Und das wird jetzt ganz, das wird jetzt in so kleine Kugelchen geformt. Und diese Kugelchen werden dann in diesem Mangosaft mit Chili ganz langsam gegart. Oh, so, ja? Langsam gegart, ja? Ja, also mit so nicht mehr kochen. Der Fisch darf nicht kochen. Das ist ja ein sehr sensibles Eiweiß. Also ungefähr 70 Grad garen wir dann diese Bällchen in dem Sud. Pfannen. Den Wok sehe ich hier. Cornelia sagte auch schon, Wok braucht der Mensch. Ja, braucht man. Wok ist für mich jetzt eine etwas andere Pfanne. Ich finde, man braucht zwei Pfannen. Einmal zum Braten von großen Stücken Edelstahlpfanne, weil die eine extrem gute Wärmeleitung hat. Ja. Und zu alles, was klein geschnitten ist und was sehr sensibel ist, wie Fischhaut oder so. Gemüse braucht und so? Man eine, nee, Gemüse geht auch Edelstahl, aber braucht man eine sehr gute beschichtete Pfanne, die einfach eine unwahrscheinlich gute Beschichtung hat, damit nichts kleben bleibt. Okay. Also ich persönlich sage, zwei Pfannen muss man haben. Aber das reicht dann auch. Man kann immer mehr haben, aber ich sage, mit zwei Pfannen kommt man auf jeden Fall für alle Gararten in der Küche zurecht. Gut, okay. Ja? So, die Bällchen? Ja, die forme ich jetzt ganz langsam, indem ich hier, guck mal, so einen Eisportionier nehme, dann hier abstreiche. Dann werden diese Bällchen hier in diesem Sud ganz langsam gegart. Jetzt siehst du hier, die kommen jetzt da rein. Und gar dann so langsam werden die jetzt hier. Wenn man das sieht, wie du das hier reinlegst, dann möchte man ein solches Bällchen sein, Johann. Das ist wirklich schön. Wirklich. Schau mal. Schau es dir an. Pass auf. Schau. Einfach ganz langsam wird es hier so begart. Siehst du so? Sehr gerne. Herrlich. Das hat das mit Gefühlen zu tun. Das ist normal. Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so gut kochen kann. Aha. Da geht es wirklich um sehr viel Handwerk auch, ehrlich gesagt. Ja, und die garen jetzt ganz langsam. Der ganze Geschmack von den Garnelen geht auch in die Soße über. Und nachher kommt noch schöne Frühlingszwiebel rein, Koriander, Basilikum. Und dazu gibt es diese bunten Nudeln hier vorne. Guck mal, diese Schmetterlingsnudeln. Ja, sag mal, diese Nudeln hier, ne? Ja. Sowas kennt man ja, wenn man so alt ist wie ich, kennt man das vom Sendeschluss. Da wurde sowas gesendet als Farbbalken. Ja. Das sind natürliche Nudeln, die sind gemacht. Also man macht den Nudelteig dann mit Gemüsesäften, mit Karottensaft, mit. Also da ist nichts. Nein, das ist alles Natur, 100% natürliche Zutaten. Mhm. Das schwarze ist Tintenfischtinte, das rote ist rote Beete, Karottensaft und so weiter und so fort. Sehen wir das hier groß? Pass auf, ich zeig das einmal richtig hier. Und daraus wird dann der Teig gemacht. So, okay. Und da werden daraus Nudeln geformt. Mhm. Johann, schön, dass du da bist. Freue mich drauf. Bravo. So. Und jetzt freue ich mich auf den Mann, der heute bis auf Ingwer schneiden im Grunde noch nicht viel verzapft hat, auf Alfons Schubeck. Alfons, servus. Servus. Vielen Dank.
Alfons. Wobei man muss sagen, das mit dem Fenchel war schon mal ein sehr guter Einstieg. Also das ist etwas, das lassen wir wirklich sagen. Da müssen wir nachher noch mal drüber reden. Fenchel ist ja auch so magenberuhigend, ne? Ja, nicht nur das. Für die Blutgefäße ist er gut. Gegen Mundgeruch ist er auch gut. Echt? Wieso schaust du mich da so an? Nein, das schau dich nicht an. Also, ist auch besser so. Dann ist er das Anitol, das er hat er zu 80%. Das ist halt für Erkältungen. Er macht halt für den Magen ist er sehr gut. Er ist entspannend, er ist entkrampfend. Und wie gesagt, er ist auch für die Leberfunktion, für die Leberentgiftung ist er sehr gut. Also Fenchel ist eigentlich ein Gewürz, wo jeder sagt, den mag ich nicht. Ja, aber so und wenn man jetzt, schmeckt fantastisch. Ich habe jetzt hier den Fenchel karamellisiert. Die Herrschaften vorne, die wir haben probieren lassen, waren ganz begeistert. Und habe Anis dazu genommen. Ja. Und wenn du zum Beispiel 70% Fenchel nimmst und 30% Anis, dann kriegst du so einen lakritzartigen Geschmack, ja? Ganz einen raffinierten Geschmack. Okay. Und wenn man den Fenchel hernimmt, das ist ja die Frucht jetzt, genau. Das Gemüse, dann ist es so, dass der Fenchel hat ja doppelt so viel Vitamin C als eine Zitrone. Und wenn er gekocht ist, gehen 50% verloren. Mhm. Also hat er immer noch genauso viel Vitamin C wie eine ausgepresste Zitrone. Und das ist, was viele Leute gar nicht wissen, wie gesund Fenchel ist. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier... So, sag uns erstmal, was du kochst, Alfons. Also verschiedene, wenn es dabei geblieben ist, man weiß das nicht so genau. Aber ich gehe jetzt aus von verschiedenen Meeresfischen, die dann zu präzisieren wären, auf karamellisierter Fenchelsoße. Also gut. Ist richtig? Ich habe den, ja, ist richtig. Ja, ich habe den Fenchel... Ich habe die Fenchel und Anis karamellisiert, ganz leicht. Mhm. Dann nicht abgelöscht mit Wein, sonst kriege ich zu viel Säure rein. Ja. Habe dann ein bisschen Gemüsebrühe hergenommen, habe diesen Fenchel da reingelegt und habe zwei, drei Knoblauchscheiben, Vanille, Orange, einen Hauch Zitrone und zwei, drei Scheiben Ingwer. Und da lasse ich jetzt ziehen. Jetzt ist der Fenchel weich. Jetzt nehme ich ihn raus. Darf ich mal riechen? Ja, ja. Das ist fantastisch. Kannst du da probieren? Ja? Hab das ganz leicht abgezogen mit ein bisschen Stärke. Ja? Ganz am Anfang, damit sie die Stärke schon auskocht. Oh, das würde ich so schon nehmen. Und jetzt gieße ich eigentlich nur noch Sahne hin. Ja? Passiere das Ganze durch und tue das ein ganz bisschen mit Butter aufmixen. Und wenn du dann noch mehr, sagen wir mal, raffinierteren Geschmack hast, kannst du ein bisschen was von da reingeben. Ja, das kennen wir alle. Ja, wenn du willst. Da wird man sehr lustig dann auch, wenn man das stimmt. Ja. Ja. So. Und das ist es eigentlich schon. Dann brauche ich einen Fisch an, tue den in meine Pfandl rein und lege das. Wie viele Pfannen braucht man? Alter? Ja, ich sage zwei. Zwei. Die meisten Leute machen den Fehler, sie kaufen sich irgendwo im Sonderangebot 24 Töpfe um 199 €, stellen aber erst später fest, dass nur vier Platten haben, ja, zu Hause. Also kommen die nächsten. Also wird Basilikum gezüchtet, Lea, gell? Und Rosmarin wird angebaut, diesen Töpfen natürlich, schmeißen sie ganz im Keller. Die sollen sich mal drei gescheite Töpfe kaufen, verstehst? Fürs Auto haben sie genügend Kohle, dass diese Rostschüssel da sich bewegt. Solche Felgen haben sie drauf, nicht bezahlte natürlich. Das sind auch Pfannen irgendwie. Ja, genau. Aber lieber ohne guten Handwerkszeug kann man in der Küche nicht arbeiten. Ich brauche gescheites Messer, gescheites Schneidmittel und zwei Pfannen. Lass einen drei haben, ist auch okay. So. Also ich arbeite auch gerne mit einer beschichteten Pfanne. Die Publikumsbeschimpfung ist jetzt durch an der Stelle, ja? Ich habe niemand beschimpft. Nein. Ich habe dich nicht gefragt, wie viele Pfannen du hast. Alles richtig, ja. Wie hast du denn überhaupt? Hast du überhaupt eine Pfanne? Lass mich mal schauen, warte mal. Ich habe, warte mal, so eine große, dann eine kleinere. Ich habe ein Pfannenset, habe ich. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich die mal käuflich erworben habe, aber es gibt sie, glaube ich, noch irgendwo. Im Keller? Nein. Die sind in. Ich kann ja. Das ist unten links. Unten rechts. Unten links. Aber ganz weit hinten? Nein, das ist schon. Man benutzt die auch. Zum Entrosten, man muss das mal wieder raus. Jetzt hör mal auf jetzt. Aber wie auch immer, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf deinen Fisch, Alfons. Vielen Dank. Ja? Und. Dieses Fenchelsüppchen hier sollten wir gleich noch mal gesondert abfüllen. Du könntest, einfach, du könntest da gute Soße, also Suppe draus machen, sag mal. Ja, eben, ja, ich bin ganz begeistert. Wunderschöne Fenchelsuppe. Ja, sensationell. Und dann, wenn du es ein bisschen raffinierter machen willst, kannst du das gleich mal. Machst du gleich mal so ein paar kleine Schälchen fertig? Ja. Und dann kannst du vergesse ich auch die Frechheit mit der Pfanne dafür wieder. Ein bisschen Orangenschale rein, wunderschöner Geschmack. Ja, Orange, machst Fenchel. Du das mal? Ja, was? Und dann verteilen wir das Sieb. Mal. Such mal mein Sieb. Ja, ich brauche dafür Soße dabei. Suchst du ein Sieb? Ja, gut. Aber ein bisschen was gibst du uns ab, ja? Das verteilen wir dann mal. Schau mal. Johann, das sieht auch sehr gut aus da.
Bist du zufrieden? Nein, die Köstchen sind so zart, die zerfallen fast. Aber, also, ohne Witz, sie sind sensationell. Sie sind gut, ja? Was machst du jetzt, wenn du in so eine Situation kommst? Nix, locker bleiben, alles gut. Immer entspannt bleiben. Herrlich. Johannes, wie ist es? Schneeweiße Mayonnaise aus Milch und Öl, gar kein Ei drin. Nein. Doch. Ja, Moment. Probieren, ja. probieren. Probieren, ja. Mayonnaise aus? Aus Vollmilch, ja. Und Sonnenblumenöl. Vollmilch, Sonnenblumenöl. Das ist jetzt noch nicht abgeschmeckt. Das ist nur Vollmilch und, ja, Sonnenblumenöl. Und das ist schneeweiß. Ja, darf ich mal? Kein Ei drin, ja, ja. Nur mal die Emulsion probieren. Ja. Nicht den Geschmack. Geschmack machen wir hier nachher gleich. Okay. Schmeckt so neutral wie Schweiz und Schweden zusammen. Ja gut, das hängt am Öl. Ne? Wenn wir ein kräftiges Öl nehmen, dann wird die natürlich deutlich, klar, anders. Klar. Aber mir ging es darum, dass wir kein Ei drin haben, dass das schneeweiß bleibt. Ja, also es geht dir nur um die Farbe. Genau, ja, um die Farbe und auch um den Geschmack. Ich mache hier meine Gurken-Apfel-Schnittlauchsoße. Und normalerweise fängt man ja da mit so einer Art Mayonnaise an. Genau. Und ich mache das heute, ja. Also rühr das erstmal unter. Mit Schmand, mit Creme Fraiche, ja, mit ein bisschen Joghurt. Auch schon mal so gemacht, Cornelia? So. Nee. Aber finde ich sehr spannend. Ja, ne? Ja. Guck mal, Cornelia unterschreibt gerade ihren Teller. Zeig mal. Warte. Hm? Ja. Geht schon in die Richtung. Schreib mal Poletto drauf, das kommt gut. So, sehr gut. Ja, so in der Art. Ja, wunderbar. Probier mal kurz, bevor ich weiter würze. Ja. So, Salz, Zucker. Das macht es natürlich auch um einiges leichter, ne? Ohne Eierchen. Muss ein bisschen mehr vom Gurkensaft noch rein. Muss mal probieren. Halt, klar, Moment. Ja, ich mag ja sowieso meine halbfertige Sachen. Ja, und das ist aber auch schön leicht, oder fühlt sich das nur so an? Nee, das soll auch leicht sein. Ja. Ne? Ja, aber das ist ja, wenn einmal vorprobieren. Großartig, großartig. Cornelia, pass auf. Ja. Darf ich? Ja, darfst du. Habt ihr einen Mixer da? Ja, einen Mixer da? Ja. Ja. Aber ist gut, ne? Oh. Ja. Super. Johannes, auch dir würde ich gerne so 2-3 Portionchen abschwatzen, wenn es geht, ja? Die wir dann verteilen an Menschen, die besonders nett schauen. Ja, okay, gut, ja, machen wir. Matze ist genügend da. Ja, gut, okay. So. So, Cornelia, was brauchen wir? Wir können das mit einer Gabel machen. Gabel? Nein, ja, ich schneide die andere, okay, braucht auch noch einen kleinen. Darf ich euch ganz kurz Lea, Johann, super, Alfons und auch Johannes zu Cornelia bitten? Wo wir nämlich in den letzten Zügen liegen. Cornelia, eine Pilzfrittata. Oh, guck mal, das ist genau das, was ich meine. Wie falsche Pfanne benutzt? Ja, irgendwie ja. Obwohl sie eigentlich so aussieht, ja, als wenn nichts drin kleben könnte. Ja. So, und warum ist das jetzt passiert? Weil sie wahrscheinlich schon oft zu oft benutzt ist, weil irgendwann so eine Pfanne auch in Rente gehen muss, so wie Lea gesagt hat, ja. Mhm. Und wenn dir sowas jetzt im Restaurant passiert, dann neu machen. Dann kann, es kann, nee, dann kaufen wir es um. Dann, Johannes, schau mal, hier, Gabel für dich. So, Alfons, kommst du mal kurz dazu? So, schau mal, hier ist die Gabel für dich, Johann. Auch schon. Ja. Bitte schön. Ich weiß, das aus der Pfanne. Schau mal hier, Alfons. Was hast du im Ofen mit der Pfanne? Ja. Ich kann das am Stiel merken. Ja, schau. Was kannst du am Stiel merken? Dass die Pfanne im Ofen stand. Lea hat gerade die Pfanne angefasst. Ja, also, ja, ja, okay, die war richtig schön heiß. Ja, das glaube ich. Ja, das ist, ich sagen, das ist auch das erstaunlich, dass Pfannen im Ofen heiß werden. Ja, das ist, weißt du, wie du das vermeiden kannst? Also es geht ja so, man hat eine Idee und hat nicht die richtige Pfanne, weil die dann klebt. Bei Fisch, gerade auf, ja, der Haut gebraten, dann nimmst du ein Stückchen Backpapier, gerade in der Größe, und legst das unten rein. Einfach gemacht. Ja, und das, so, geht. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Cornelia, während Johann noch probiert. Ich habe schon probiert. Johannes hat auch schon, ja, probiert? Einfach, lecker, super Pilze dabei, ist herzhaft, Salat bisschen dazu, kann man nichts mehr falsch machen. Einfach gut. Aber das mit der Pfanne da nochmal. Pfanne? Das, ja, die Pfanne, das passiert uns ja im richtigen Leben auch. Ne? Ja, ja, klar. Da klebt man irgendwas, ich bin mal gespannt, wie mein Kartoffelkuchen da herausgeht. Ne? Ja. Aber mit dem Pfannen, da kann man sich echt tierisch ärgern. Ja, und deswegen, es ist halt frustrierend, weil man, ja, sich so Gedanken macht und dann kommt das große Moment des Stürzens und
und dann klebt's. Aber Cornelia, so, dein Pfannkuchen hier ist vielleicht ein bisschen verunqualisiert, aber ich muss sagen, er ist super lecker. Danke. Super. Großartig. Was ist das denn für ein Salat, also das Dressing meine ich jetzt? Wie hast du das genau gemacht? Also ich bin ja der Meinung, dass manchmal, wenn es schnell gehen soll, man nicht irgendwie erst ein Rezept für ein Dressing raussuchen soll. Und deswegen, man braucht einen guten Essig und man braucht ein gutes Öl. Und dann kann man, wenn man mag, ein bisschen Senf dazugeben. Ich habe ein bisschen Thymian dazu und fertig. Also, fein. Salz und Pfeffer? Und Salz und Pfeffer, ja. Fein, fein, aber fein. Aber Essig, wo die Flasche mindestens 70 Euro kostet. Nee, das war aus Versehen. Der gehört zu Johannes und dem Matthias. Ich habe den ganz einfachen. Ich höre gerade. Ah. Sehr lecker. Ja, okay. Sehr gut. Wunderbar. Was sagt Alfons? Super. Ganz luftig, leicht. Die Pilze kommen richtig gut durch. Also, ich finde, das kann man nicht besser machen. Ja? Das ist einfach in sich perfekt. Die Schwammerl schmeckst du ganz, also ihr sagt fluffig, wir sagen halt saugut. Ja? Aber das hat was. Alfons riecht halt auch ein bisschen was. Strenger nach Fisch, ne? Merkst du das? Alfons riecht nach Fisch? Ja, ja. Du hast einen Fischgang, ne? Wie? Nur mit dem Fischgang? Ja. 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 Naja, es geht. Aber vielleicht sind es auch die Matthias, die rüberziehen. Du musst gleich. Ja. Ich finde, es geht. Oh, ich liebe okay. Das finde ich in Ordnung. Aber gegen Mundgeruch gibt es doch, was war das, Fenchel? Für dich Fenchel, ja. Danke. Hm? Ja. Lecker. Oh, das Zeug ist so gut. Nicht alles wegessen, wir wollen auch noch was. Kriegst du gleich. So, Cornelia, ja. Macht uns was fertig für unsere Küchenschlachtgewinner, die wir an dieser Stelle sehr, sehr herzlich begrüßen. Oh, Entschuldigung. Bist du gleich soweit? Momentchen, brauchst du noch? Nein, ich habe auch die von Anfang okay. Jetzt ein kleines. So. Guck mal, die geht. Der zweite war wunderbar, ja, ne? Ja, ja, ja. Die Leute haben aber nicht für deine Pilzfrittata geklatscht, sondern für den Alkohol, den sie gerade kriegen. Ah. Alles klar, ich weiß Bescheid. Genau. Aber es sei ihnen gegönnt, das ist völlig in Ordnung. Ist ja auch schon spät. Da kann man sich doch mal ein Gläschen gönnen. So spät am Abend, nicht wahr? Ich würde Ihnen gerne Herrn Esser vorstellen. Esa. Esa, Entschuldigung. Ja. Darf ich einmal? Ja, bitte. Ganz kurz, Herr Esa, Entschuldigung. Sie haben recht. Esser war jemand anderer. Ja, ich esse auch gerne, aber heißen tue ich Esser. Herzlich willkommen. Herr Esser, Sie haben die Küchenschlacht gewonnen. Sie sind ein guter Koch demzufolge. Na ja. Und Sie kennen Alfons Schubeck aus einer Zeit, als Herr Schubeck noch kein berühmter Koch war. Das ist richtig, ja. Was haben Sie denn gemeinsam gemacht? Was verbindet Sie denn? Ja, wir haben ein paar Jahre im selben Lehrlingsheim gewohnt und waren im selben Ausbildungsjahr. Als was? Als Fermeldehandwerker. Nein. Ah, doch. Alfons? Ja? Hast du uns da was verschwiegen? Was denn? Warst du mal in der, sagen wir mal, Telekommunikationsbranche tätig? Ja, 3 Jahre lang. Ja. Dann habe ich mein Nicht-Talent entdeckt. Ja. Kennst du Herrn Esser? Bitte? Kennst du Herrn Esser? Eder. Esser, schau mal, der Herr, der hier sitzt. Lass mich anschauen. Hat er früher anders ausgeschaut? Ja, es ist. Das heißt, Sie erinnern sich an ihn? Ja, logisch. Ja. Ich habe seinen Werdegang verfolgt, aber ich mein, er hat mich natürlich aus den Augen verloren. Ist ja klar, da was anderes zu tun. Ihr habt gemeinsam im selben Lehrlingsheim gewohnt. Also. In Augsburg. In Augsburg. In Augsburg, ja. In der Georgenstraße. Genau. Okay, wie muss man sich das vorstellen? Sehr beengte Verhältnisse? Ja gut, der Alfons hat ganz, ganz toll gewohnt. Er hat unten die Pförtnerloge gehabt. Ne? Oh, der feine Herr. Herr Schwan. Vielen Dank. Ja. Ansonsten ging das halt von Lehrjahr zu Lehrjahr ist ein bisschen besser geworden. Im ersten Lehrjahr haben wir zu 6 in einem Zimmer gewohnt. Ja. Und da war gerade noch Platz für 2 Stühle, da hatten wir unsere Kleider draufgelegt. Ja. Ansonsten hatten wir halt 6 Betten drin. Uns interessiert, Herr Esser, jedes schmutzige Detail. Lassen Sie es mal. Naja, also, schön war das nicht im Lehrling. Mir hat es nicht gefallen im Lehrlingsheim. Nee, ne? Nee. Genau. Und Sie sind aber dann in Ihrem Beruf geblieben? Nein. Nein? Aber länger wie der Alfons. Ja, okay. Also ich bin dann.
1981 habe ich dann gekündigt. Wegen der jungen Dame da. Okay. Ja. Wegen der jungen Dame an Ihrer Seite. Probieren Sie doch einfach mal. Ja, denn gerne. Der Johannes King, der ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig, oder Johannes? Ja, der Kuchen hängt noch ein bisschen in der Pfanne. Heute können wir mal alles richtig auf die Pfanne schieben. Ja, und, hey, lassen Sie das schmecken. Ja, danke. Alfred hat gesagt, er ist sagen soweit mal, und dann machen wir mal einen Kartoffelkuchen hinterher. Ach, der Herr Pförtner-Logen Besitzer ist soweit, ja? Ist das so, Alfons? Was denn? Bist du fertig? Ich bin fertig. Ja, mit den Nerven oder mit dem Johann Essen? Johann auch, mit den Nerven auch, wenn du weitermachst, aber sonst geht's ganz gut. Herr Eser, wir kommen gleich noch mal mit Essen vorbei, ja? Scheißpfannen alles heute hier. Alles, die ganze Sendung ist alles geht neben, daneben, weil Pfannen nicht in Ordnung sind. Oh, kann man, aber, kann man heute sagen. Kann man heute mal sagen. Ja, aber wir haben doch toll gegessen bis jetzt. Nein, nein, ist ja auch alles gut, aber ja. Wir haben auf Schau jeden Fall an. Heute eine Ausrede. Das ist jetzt die gusseiserne... Laufende, nee, Steinstaubbeschichtung. Steinstaubbeschichtung. Ja, das ist so die Fortsetzung vom Teflon, kann man eigentlich sagen. Oh. Und darin geht es besonders gut. Steinstaubbeschichtung. Verkaufst du eigentlich nebenbei Pfannen noch, Johannes? Oder verkaufst du nebenbei noch? Nee, nebenbei nicht, aber ich habe hier einen ganzen Stapel Pfannen. Ja. Ich habe gesagt drei Stück. Drei Stück, genau. Ja. Alle guten so, Dinge sind Steinstaub beschichtet, wieso so gut? Ja, das ist etwas robuster. Beim Teflon, das platzt oder verkratzt manchmal sehr schnell. Und das Steinstaubzeug, das ist etwas robuster. Okay. Und man kratzt da sowieso nicht drin rum. Weder mit dem Messer noch mit der Gabel. Wenn, dann nimmt man so eine Holzspachtel. Okay. So, du bist gleich soweit, oder, ja, Johannes? Ich bin bald soweit. Genau, aber Alfons ist soweit. Und bevor wir uns an dieses... Oh, das sieht herrlich aus, Alfons. Das sieht sehr schön aus. Du denkst an das Süppchen, ne? Ich hatte, ich hatte ein bisschen Süppchen versprochen. Okay, das nehme ich mir gleich. Verschiedene Meeresfische auf karamellisierter Fenchelsoße. Und so sieht das dann aus. Schau mal hier. Vielen Dank. Wow. Danke. Lea, kommst du auch zu uns? Bitte sehr. Guten Appetit. Du machst für deinen alten Zellengenossen, hätte ich schon fast gesagt. Aber, nein. Hast du jetzt in der Pfanne nur angerichtet? Sag mal, hast du eigentlich auch nur Alfons? Angerichtet. Das ist aber schön. Bitte? Ich erinnere mich auch an solche Zeiten, in denen man so in Heim hieß das oder Internaten gelebt hat. Und es hatte wirklich was von Zelle manchmal. Nicht im negativen Sinne, aber man war ja dann doch schon sehr isoliert, weit weg von zu Hause. Ja, ich habe mich dann die Pforte gemeldet, weil man gedacht hat, du kannst nicht hinaus, weil du hast den Schlüssel gehabt. Ja. Ja, dann musste ich um 10 Uhr einpassieren und mir denkt, na, mir steigst du einen Buckel auf. Geh mal an die Pforte. Die ist sehr sanft, die ist gut, die Soße. Die Soße ist sanft? Ja, sanft. Das Wort haben wir auch noch nicht aufgehört in dieser Sendung. Ich habe letztes Mal gesagt, du seist zart und zerbrechlich. Zart und zerbrechlich, ja. Und die Soße hier, die ist sanft. Ja. Ja, sehr schön. Auch, aber das ist aber oft, mehr, Lea, bei Männern, dass die gerade im Alter auch immer sanfter werden. Jetzt geht's los hier, ne? Jetzt geht's aber los. Schlimm. Das Schöne ist ja, Johann, wenn sie sagt, Männer im Alter, kann sie uns ja nicht meinen. Oder? Ja, und sie kennt ja auch nichts davon. Ja, aber ihr werdet ja als Männer im Alter immer attraktiver. Für Frauen wird es immer schwieriger. Das ist wenn, gar sie nicht, wahr. Wenn sie nicht kochen können. Ja. Also, eins steht fest, Frauen, die kochen können, da wird es immer besser. Denn all diese jungen Köche, die sind sehr lieb und nett zu uns, weil sie unsere Rezepte haben möchten. Ja. Und die geben wir nicht sofort alle raus. Genau. Meinst, Johannes würde gerne essen. Genau, ich hab Hunger. Du meinst, das Rezept des Lebens gibst du nicht raus. Ja. Ja, genau. Alfons. Alfons, ich bin froh, dass du auch nicht hinter unseren, dass du nicht hinter unseren Rezepten her bist, sondern direkt hinter uns her. Ich bin das. So. Lea, die Soße war sanft. Ja. War sie auch gut? Sie war sehr gut und ich mag das Fenchel, ist ja auch sanft, denn das ist das erste Gewürz, was man den Kinderchen zu schmecken gibt. Und gerade die sind ja auch sehr sanft, denn die sind ja süßlich sogar, die sind sehr gut, seine Bonbons da. Und ich finde das ein wunderbares Gericht, weil da kannst du die verschiedenen Fischsorten sehen und einzeln anbraten. Und dann natürlich die Raffinesse, um das noch erstens mal so schön farblich und dann in dieser wundervollen Pfanne, das ist eine Zauberpfanne, um sie darin, alles Vielen anzurichten. Dank. Alfons, ihr wisst, fantastisch. Super. Sehr gut.
Sehr schön. Cornelia? Hast du schon probiert? Ja, probiert. Gericht auch besonders gut wirkt in so einer Pfanne. Da kann man nämlich auch mal sehen, dass man die ja auch noch mal zum Präsentieren benutzen kann. Genau. Und nicht stimmt, nur zum Zubereiten. Und ich meine, was soll ich sagen? Also es ist super abgestimmt. Es ist ganz witzig, weil man verschiedene Fische hat. Also das finde ich einfach sehr, sehr schön. Mhm. Diesen kleinen Knusperfenchel oben drauf, so ganz leicht karamellisiert, ist halt so das i-Tüpfelchen. Und das ist einfach gut. Unser Freund, okay. Alphonse. Was sagt Johannes? Das war das genau, was Cornelia auch eben gesagt hat. Dieses Crunchy oben drauf. Ja. Normalerweise kannst du in der Suche gar nicht essen oder beißen. Mhm. Beißt auf die Körner drauf. Aber so wie er hier geröstet ist und karamellisiert ist, geht es wunderbar. Fenchelsoße zart. Für mich persönlich ist immer sehr wichtig, dass die Soße das andere nicht kaputt schlägt. Mhm. Man schmeckt die Jakobsmuschel, man schmeckt den, was ist das hier? Rotbarsch. 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 Okay. Ein schönes, dickes Stück. Fisch ist schön saftig. Mhm. Super. Mhm. Vielen Dank. Johann. Da gibt's noch mehr. Sensationell. Also, wenn wir alles gut ist, dann soll ich zwei Stück schneiden. Achso, soll ich die schneiden? Ich finde, ihr redet mir zu viel. Einfach essen und genießen und mehr nicht. Schmeckt. Ist ein Traum, ne? Ja, schmeckt. Wirklich ganz großartig, Alphonse. Speziell diese Soße, von der ich dich oder um die ich dich jetzt noch mal bitten möchte als Süppchen, ja? Machst uns da ein kleines. Weißt du, der Genießer schweigt. Aus dem hier. So, darf ich das mal mitnehmen? Der Genießer schweigt. Wie sieht's mit deinem Essen aus? Ich riech jetzt an. Ja? Riecht es jetzt fertig. An? Bin soweit. Wie ist es bei Johannes King? Jawohl, ich bin soweit. Okay. Es geht los. Pass auf. So, jetzt gehen wir mal zu meinem Zellenkameraden. Wo ist meine Soße abgeliefert? Zellenkameraden. Wir haben uns mal probieren. Wir haben ein paar Tellerchen holen. Die hatten schon, ne? Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Früher hat es aber einen Grierschmarrn gegeben. Weißt du das noch? Sensationell. Jetzt muss ich mal einem schwäbischen Hamburger natürlich auch mal ein bisschen was geben. Gell? Ich wollte eigentlich alle was geben, aber gedacht, der Einzige, der einen gescheiten Bart hat, ist ein kleiner, den gibt es jetzt einmal was. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. So, dein Süppchen kommt auch sehr gut an, Alphonse. Naja, du hast ja einen guten Geschmack, ist gut, gell? Ja. Ihr habt einen guten Geschmack, weil sonst wärt ihr nicht hier. Wer hat Probleme? So. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Matthias ist halt. Könnte man sich dran gewöhnen, ne? Ja, so weit würden Sie gehen. Ja? Gut, okay. Schön, dass Sie da sind. Alphonse? Yes. Kommt sehr gut an hier, deine Suppe. Ja, es gibt immer drauf an, wir servieren. Lassen Sie ruhig reinrichten. Hochgradig lecker. Ja, das ist doch mal ein Gefühlsausbruch. So wollen wir sie haben. Dann langen Sie doch noch mal zu. Nein, das ist ja toll. Welche? Welche? Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie mich veräppeln oder nicht. Nee, nee. Das sind die. Ist gut, ne? Nie erlaubt. Nein. Können diese Augen lügen? Ja. Ja. Was waren Sie früher? Entweder waren Sie Kommissar oder das genaue Gegenteil? Unter uns beiden. Okay, gut. Ja, ja, ja. Sind Sie von der Polizei tatsächlich? Nee, aber nicht. Sondern? Nee. Rentier. Rentier. Ja. Okay. In diesem Sinne. Darf ich das wieder mitnehmen? Ja. Ich lasse, oder soll ich es Ihnen hier lassen? Soll ich es Ihnen hier lassen? Ja. Hier, ja, nehmen Sie es doch mal. Ich lasse es Ihnen hier. Und den Löpel. Und den Löpel. Was ist das? Johannes King. Was ist das? Johannes King. Das hier? Das ist das von Matthias. Ah, okay. Können Sie mitnehmen? So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Johannes? Jo. Zu Matthias werden jetzt hier die richtigen Getränke gereicht. Oh, was gibt's denn hier? Eisgekühlter Bommelunder oder was ist das? Sowas in der Art. Echt, ja? Sieht aber gefährlich aus. Geneva. Echt? Roter? Ja. Nicht? Riecht nach Himbeeren. Ja, aber pass auf. Gehört doch zu Matthias dazu. Echt, ja? Da geht einiges. Alphonse, hast du schon probiert? No. Ja, das doch, ja. Ja? Sehr gut. Zunächst mal, das wie heißt das, was wir da... Geht gar nicht? Nee, zu süß. Zu süß?
Also, wir müssen das jetzt ein bisschen differenzieren. Ne? Ja. Erst gibt es den Kartoffelkuchen. Ja. Also, wir haben hier Kartoffelkuchen, damit Matjes. Ich habe hier drei verschiedene Sorten zum Kosten. Mhm. Dann Apfel, Gurke, Sauerrahm, meine Milch, Mayonnaise. Mhm. Super. Ganz viel Schnittlauch und Gürkchen drin. Mhm. Und der Meerrettich hier und die Kartoffeln sind aus meinem Garten. Aus deinem Garten? Ja, habe ich gestern ausgegraben. Ehrlich? Ja, sind die ersten Kartoffeln aus meinem eigenen Garten. Okay. Ja. Also, willst du drauf? Wer möchte? Johann, du? Das ist mir zu viel Himbeer. Probier mal. Mir persönlich. Einfach so. Ich finde, der Klara ist doch besser. Ja. Das ist zu süß. Ein klarer? Ein normaler Klarer ist viel besser. Mhm. Okay. Also mir ist das zu fruchtig. Wer hat das dann reingemacht? Hab ich hier gerade. Das gibt's fertig, ne? Bekommen. Okay. Ja, ja. Wie schmeckt es euch denn? Gut. Wie schmeckt es euch? Ein Bier ist immer sehr gut, finde ich Bier auch. Ich finde ja eh, dass ein ordentliches, gutes Bier zu fast jedem Essen ein Traum ist. Ich bin gar kein Biertrinker, aber zu manchen Gerichten dazu passt direkt auch ein Bier. Ja. Matjes, Spanferkel zum Beispiel. Ja. Zum Spanferkel ist ein Sherrygläschen drin. Ein schönes, frisch gezapftes Bier. Oh, herrlich. Das ist gut. Ja. Was ein Sherrygläschen mit Bier? Ja, dazu zum Nippen, weißt du? Ja, ich. Das ist ja fürs Auge schon zu trocken. Ja. So, ihr müsst kommen. Ja. Wie schmeckt's euch? Sehr gut. Ja, sehr gut. Da kannst du immer noch mal probieren. Das bin ich echt gespannt. Ich finde, die Reibekuchen sind sehr gut. Ja. Wenn du, da hast du Meerrettich. Ja, das ist ein bisschen Meerrettich. Ja, und das finde ich ganz außergewöhnlich gut hier drin. Und ich liebe Matjes. Und ich finde, es ist ja immer, man muss ja immer überlegen, wie servieren wir Matjes im Restaurant oder wie kannst du Matjes schön präsentieren. Und ich finde das hier eine ganz, ganz fantastische Idee. Und ja, ich werde demnächst mal die Matjes, nächste Saison, bekomme ich die von dir. Okay, voilà. Gut, machen wir. Merci. Okay. Aber das mit dem Sherrygläschen Bier, darüber reden wir gleich nochmal. Okay. Das heißt ja, es gibt ja vielleicht größere Sherrygläser. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht genau. Wenn man so ein Portionchen hat, kann man nicht so ein Kübel Bier dazu trinken. Ja, ja, ja. Deswegen, ich habe das an einem Portionchen festgemacht. Die Lösung könnte sein, das Portionchen zu einem Portion, zu einer Portion werden zu lassen. Cornelia, wie schmeckt es dir? Also ich bin größter Matjes-Fan. Ich finde die Kombination super. Ich finde die Mayonnaise ganz witzig. Ich habe noch nie eine Mayonnaise mit Milch und nur Öl gemacht. Finde ich sehr gut. Und das macht es einfach ein bisschen leichter, weil sonst ist es echt eine Bombe. Und irgendwann, also man liebt es, es zu essen, aber wenn es mit einer schweren Mayonnaise ist, dann ist man so erschlagen. Und davon nicht. Und deswegen esse ich auch noch ein bisschen weiter. Das ist selbst für... Ja. Alfons? Das stimmt einfach. Das ist einfach in sich stimmig. Das schmeckt gut. Also ich muss jetzt mit und ohne Matjes die Soße mit dem Kartoffelkuchen ist schon eine Sensation. Und der Matjes dazu noch drauf. Also bitte, was willst du denn da rumstänkern? Das muss einfach essen und ein bisschen größeres Bier bitte mit dem Fingerhut voll da. Ja. Aber dann muss auch der Kartoffelkuchen dicker sein. In der Kürze der Zeit kommt man den nicht dicker. Aber beim Backen kann man ja normalerweise immer den dicker machen. Richtig wie ein Kuchenstück. Okay. Aber dann braucht er eine gute Stunde im Ofen. Okay, okay, okay. Und dann ist er trotzdem saftig. Jetzt bin ich gespannt auf Johanns. Das machen doch die Elsässer mit dem Kartoffel da so ähnlich. Ja. Die Elsässer machen das doch da. Mhm. Johann, also, wie findest du es? Ich finde es sehr lecker. Das ist natürlich auch eine total perfekte Kombination, weil Kartoffeln und dann dieser Matjes und dann die Mayonnaise bzw. die Gurken, das passt ja alles perfekt zusammen. Ja, ich meine, wenn wir immer so essen könnten, ganz normal, wäre das großartig. Hast du die... Sag nochmal, wie du das hier genau gemacht hast. Johann. Also das hier ist die Milchmayonnaise, die steht auch richtig. Milchmayonnaise, ne? Hast du schon? Machst du das ist jetzt hier, das nicht gewürzt. Genau, Lea will auch wissen, wie geht das? Genau, und dann Öl, das war jetzt ganz normales Sonnenblumenöl. Vollmilch, ja? Vollmilch, 3,5%. Genau, Sonnenblumenöl, und wie bei der Mayonnaise, 2 Drittel Öl, 1 Drittel Milch dann. Okay. Und dann langsam reingießen, Tröpfchen, weil es anfängt, wir mixen. Ja. Und dann kann man das natürlich gleich abschmecken mit Zucker, Salz, Pfeffer und dann nachher dazu machen. Das ist die leichte Variation der Mayonnaise. Ja, ja, aber interessant, ne? Ja. Cornelia sagt auch, habe ich viele Ableitungen. Was kannst du damit machen? Ja, ganz unterschiedlich. Öl bleibt gleich, haben wir das Eigelb weg. Ja, ja. Immerhin, ne? Aber es macht es gleich leichter. Was kann man da für Ableitungen machen? Ja, mit Kräutern kann man hier zum Beispiel sehr viel machen. Okay. Das Eigelb macht das immer gleich von der Farbe her. Ja, gelblich, wenn man Kräuter dazu macht, dann kommt diese frische Farbe nicht so raus. Und wenn man in dieses Weiß dann die Kräuter reinmischt, dann leuchtet das viel schöner. Herrlich. Ganz, ganz großartig, Johannes. Danke. Herzlichen Dank. Ja. Wirklich super. Wir machen mal 2 Teller fertig. Ja, bitte. Johannes, das wird Schlacht für Johannes. Alfons hatten wir schon.
Markus, ich bin fertig. Hm? Du bist fertig, ne? Ja. Oder bist du nicht fertig? Ich bin fertig. Wir können essen. Fertig? Okay. Ja. Dann lass uns essen. So. Oh. Jetzt pass auf. So sieht's aus. Und so heißt es. Garnelenbällchen in Zitronen, Mango, Chili-Sugo mit Verfalle. Und ich finde farblich schon mal ganz weit vorne. Sehr schön. Schön, ne? Irre. Johann, was? Also, finde ich wirklich phänomenal, weil eigentlich ist das ein Riesenchaos da in dieser Pfanne, aber ja, es sieht nicht so aus. Ja, es sind ja die Bällchen, Mango, dann natürlich die anderen Zutaten alle, aber es ist am Ende natürlich mit den Mangos halt eine schöne Kombination. So, Weltklasse. Jetzt alle probieren. Hier sind alle Damen. Mal probieren, komm. Wo ist, Johannes ist da vorne, ne? Komme. Cornelia, hast du eine Gabel? Noch nicht, aber jetzt. Bitte schön, kriegst du von mir. Danke sehr. Einmal ran an die Garnelenbällchen. Da bin ich gespannt. Also farblich eine Eins, ne? Ja. Johann, die Nudeln, ne? Ja, sieht wahnsinnig aus. Die Nudeln, ja. Johann, die garen doch jetzt sozusagen weiter noch nach und werden dann leicht matschig. Nein, die habe ich nur kurz einmal aufkochen, dann ziehen lassen, so 5-6 Minuten, dann rausnehmen, aber sie hat gar nichts. Sie sind bissfest, die schmecken. Ja, die sind perfekt gegart. Ja. Ist es heiß? Ist heiß. Habe ich Glück gehabt. Ja. Alfons hat schon gegessen. Sehr gut, die Bällchen auf den Punkt. Wunderschön, weich, cremig. Soße sehr gut, also da muss ich sagen, gib mir die Pfanne her. Ich verschwinde dann mal, ich bin dann mal kurz weg. Oder wie heißt das? Super, ne? Ja, das sieht man doch nicht. Ich drehe in der zweiten Reihe. Genau. Alfons sagt gerade, die Gespräche in der zweiten Reihe. Das hat hier manchmal was von Muppet Show, weißt du? Von den beiden Alten, die oben auf dem Balkon sitzen. In der zweiten Reihe, da muss man eigentlich genau zuhören. Aber selbst da sagt Alfons, was willst du denn da rummeckern? Ja, es ist ja wahr, was willst du da rumstecken? Sensationell. So Johann, drin ist ein Schmarrn. Diese Soße, wie hast du die genau gemacht? Mangosaft. Mangosaft? Fischfond, Knoblauch, Schalotten, Chili, bisschen Speck. Und dann Ingwer und das Ganze einfach langsam köcheln lassen, mit den Bällchen zusammen, sonst nichts. Wahnsinn, Wahnsinn. Cornelia, wie findest du es? Sehr, sehr gut. Also ich bin ja auf Anraten von Johann auch dieses Jahr schon mal in Hongkong gewesen, das erste Mal. Ja? Ja. Und, um dich inspirieren zu lassen? Ja, und oder auch, um aber auch neue Länder, nee, also einkaufen kann man auch in Hamburg. Ja. Nein, aber um eine neue Küche zu sehen, um die Märkte zu sehen, die Menschen und sowas ist da irgendwie Standard und das können die auch richtig gut. Gibt es in Hongkong, weil du sagst Märkte und so weiter, ich habe da eine völlig falsche Vorstellung davon. Gibt es das alte Hongkong noch? Gibt es noch Märkte? Wie also da gibt es noch richtig Märkte. Und was mich wirklich am meisten fasziniert hat, waren die zerteilten Fische, die wirklich noch gepumpt haben. Sonst häuft ja die nicht. Die Herzen. Und sonst nehmen die das nicht. Wie? Ah, die haben am Markt schon, haben die unten einen Eimer. Und da ist eine Luftmatratzenpumpe dabei und Meerwasser. Dann schwimmen die da. Und am Tisch müssen die schwimmen. Draußen, dann schneidet er die quer durch und dann muss die Schwimmblase, diese weiße Blase in der Mitte, die muss ganz die sein. Die pumpt sich richtig hoch und runter. Also das hast du auch in Japan, in Tokio auf dem Fischmarkt, genauso wie in Hongkong. Und das ist für die einfach das frische Merkmal. Ja, also der lebt nicht mehr, aber der pumpt noch. Okay. Wahnsinn. Da musst du dann kaufen, den Fisch. Mhm, okay. Wer möchte das ein Bier? Glas, das aufgepumpte. Yeah. Lea, auch ein Bier? Johann? Ja. Schau mal, das geht dir besser. Zum Wohl. Johannes, wie findest du es? Sehr, sehr gut. Ich habe ansonsten mit der Art von Küche relativ, wirklich sehr wenig zu tun. Ich mag das mal ganz gerne. Da muss ich sagen, nicht zu pikant, aber hat so eine frische Schärfe. Mhm. Mit den Nudeln finde ich super witzig. Ja, es hat eine fröhliche Schärfe. Ja. Ja. Eine völlige Schärfe, die ist einfach da, aber sie ist nicht dominant. Ja. Also sie drängt sich nicht auf. Und da ist der Ingwer natürlich auch einer, der so ein bisschen so was Lustiges, was Elegantes gibt. Wirst du poetisch, eine fröhliche Schärfe. Ja gut, dann sage ich halt, es schmeckt auch gut. Ja, gut. Nein, das sind ja ganz neue Züge an die Alters. Das gefällt mir ja. Nee, toll. Also, Lea? Ich finde, wer keine Zeit hat nach Asien,
Fernsehen zu gehen, sollte sich doch von Johann Lacher so bekommen lassen. Das finde ich auch. Denn das schmeckt mal bei fantastisch, authentisch, wunderbar. Toll. Johann, also ich habe heute halt Zeit, nach Asien zu gehen, aber ich komme dann zu dir. Gerne. Super gut. Ja, du bist ja eher Richtung Westen unterwegs, ne, Lea? Ah ja, ich habe aber jetzt gelogen. Ich gehe nach China. Nach China, da auf diese Weltausstellung. Nach Shanghai? Shanghai, ja. 3 Tage. Ich koche bei den Spaniern. Das macht ja Sinn, dass eine Luxemburgerin in Shanghai für die Spanier kocht. Ja, das ist ja. Ja, ja. 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 Und wenn du willst, nehme ich dich mit. So. Ja. Wir haben alles soweit durch. Ne? Johann, du machst für Herrn Eser noch eine kleine Portion fertig. Ja. Und Lea brät Ananas. Ja. Und sie brät sie, sagen wir mal, sehr intensiv. Ja, ich brauche... Ist das verbrannt? Nein, das ist karamellisiert. Ach so. Nee, ehrlich, das ist karamellisiert. Und meinst du, karamellisiert sei ganz hell oder wie? Nein, nein, aber... Los, das ist super. Das ist super, ne? Nein, hier ist Eis. Hier ist nicht. Ist das verbrannt oder karamellisiert? Nein, ich meine hier so. Das ist schön karamellisiert. Ja. Siehst du, das ist verbrannt, aber. Mit der Bräune. Ja. Ja, aber karamellig ist doch braun. Das ist schon. Das ist. Das ist der, mit Sicherheit der Schnitt, was auf der Kamera jetzt am allerbesten da rauskommt. Wenn diese kulinarische Mafia hier wieder zuschlägt, da kommst du nicht dazwischen. Da kannst du sagen, was du willst. Die halten ja, wenn es drauf ankommt, zusammen wie Pech und Schwefel. Schwefel, genau. Aber in dem Fall liegt es an der Pfanne leer. Du kannst nicht natürlich. Aber es ist nicht verbrannt. Aber es ist Gott sei Dank nicht verbrannt. Ja, diese Billigpfannen hier, sehen Sie, man traut nie einer Pfanne. Ja. Aber weißt du, Lea, ich finde es gut, dass du den Leuten einmal zeigst, wenn man es nicht macht. Ja, finde ich gut. Wer traut sich das schon? Nein, nee, sicher. Ich lasse euch ruhig da reden. Ich lasse euch ruhig reden. Mein Hocker. Ja, das ist die Strafe jetzt. Oder? Ja, geil. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ne, das ist natürlich. So. Wenn man denkt, du bist der Gebirger. Ah, ja, ich habe genau das. Aber die halten mehr aus. Nein, ich hab da gerade ein Problem. Weißt du? So Weicheier sind die. Ja, ist ja gut. Das ist heißt auch super. Und wenn ihr nichts von Karamellisieren kennt, dann ist das nicht meine Schuld. Oh, jetzt hast du mir so weh getan? Ja, jetzt weißt du, wo ich am Boden liege, trittst du noch mal nach. Ich mach das ist natürlich Saum typisch. Einmal rausnehmen. Ja. So, jetzt lass uns mal schauen. Also Johannes, du nimmst mir jetzt mal mein Saumchen da raus. Hier, man kann dieser Pfanne tatsächlich nicht trauen. Dann verbrennt sie dir alles und dann reduziert sie nicht schnell genug. Ich frage mich, warum in so einem schönen Hause so eine armselige Pfanne ist. Ja, aber das ist schon toll. Ich weiß was. Tut's nicht mehr weh. Oh. Schön ist, wenn es nachlässt. Weißt du, das ist wirklich schön. Ein Löffel, Alphonse, gib mir bitte diesen Löffel mal her. Ja. So. Voilà, jetzt mache ich dir ein kleines Süßchen da drauf. Ja. Guck mal. Und siehst du mal, wie lecker das aussieht. Und riechst du's? Der Duft. Pass auf, dass du mir noch die Nase an der Pfanne verbrennst. Tut dir nicht auch noch hier an der Pfanne weh? Markus, am Ende der Sendung völlig konsterniert. Das gibt ein Gespräch, verlass dich drauf. Da hat aber keiner extra hingegeben. Nein. Und dann hier so ein schöne Quenelle. Boah, dieses schmeckt das so weh doch einfach so. Was hast du da gemacht? Das ist dieses Ananas und ich brauchte nur ganz wenig, du hattest Unrecht, ich brauchte nur ganz wenig Zucker dazu zu geben. Und dann ich mache immer einen Saft von der Limette dazu. Boah, das ist toll. Und dann noch Basilikum, das war's. Also, wie hast du das schön genau gemacht? Leicht. Also. Ananas rausgedreht, püriert. Ja. Dann habe ich aber die Fasern rausgenommen, aber mit einer etwas groben Passette, sonst kriegt man das nicht durch. Mhm. Und dann habe ich noch den Basilikum drunter gemacht. Könnte etwas feiner geschnitten sein, aber dann kommt das nicht so schön raus auf der Kamera. Nee, dann wird der auch schnell bitter. Ja. Dann aber ich glaube, das schmeckt sehr gut, ne? Cornelia, dann wird der bitter? Ja, Basilikum ist immer dann oxidiert ein Kraut, was man nicht zu fein schneiden sollte, weil es dann sehr schnell grau und bitter schmeckt. Ah, okay. Deswegen ruhig, weil es oxidiert, wie etwas Lea sagt, gröbere Streifen. Und, oh, das ist interessant. Aber, und diese Maschine hier, diese Eismaschine, die wir haben, ist echt ein Knaller. Die ist super, ne? Ja, und die wurde schon öfter gelobt und auch deutlich mehr gelobt als die Pfanne. Die haben wir uns ja auch über die Jahre wirklich verdient, ne? Wir haben ja lange für gespart für die Eismaschine. Ja. Ja. So. Voilà.
Voilà. Braten hier zu schmecken, weil wir können den Ananas schön vom Spieß runterholen. Ja. Hast du eine Gabel? Ja. Also, das wenn ich mal vorpreschen darf, dieses Eis finde ich toll, weil es so nicht so süß ist. Ich finde, Eis ist häufig zu süß. Ich wollte auch sagen, wir haben für die Eismaschine auch schon gesammelt, bevor du die Sendung gemacht hast, bis wir uns die Leistung. Ja, ich weiß. Ich habe dich ja damals gesehen in dieser Fußgängerzone. Ja. Du hast El Condor Pasa gespielt auf dieser Panflöte. Da war das Geld schnell zusammen. Ich muss noch mal einen Teller ein bisschen weiter in die Mitte hier bringen. Wenn man zuhört, manchmal denkt man, hier, das geht nur nachts, kurz vor Mitternacht. Ja. Ist ja auch schön. Und um die Zeit so ein wunderbares Eis zu bekommen. Wer hat denn schon probiert? Wo hast du das? Alfons ist gerade dabei. Sowieso, Johann muss jetzt hier mal ran, weil er ist ja der Konditor. Können wir den Alfons mal in Großaufnahme nehmen? Es ist sehr verräterisch, wie der Herr Schuberg heute guckt. Ja, ist gut. Das ist gut. Ja, ist das gut. Ist nicht so pappsüß. Das Wunder. Normalerweise sind die so pappsüß, die Soße. Das ist wunderbar. Ja, und diese Säure von der Ananas. Das lag an der Pfanne. Ja, entschuldige. Siehst du, also sogar mit der Scheißpfanne kannst du was Tolles machen, wenn man es kennt. Ja, das mal probieren. Das und das Eis müsste schon. Es ist das Problem beim Eis generell, wenn man wenig Zucker nimmt, ist das natürlich mit der Konsistenz eine Frage. Mhm. Zucker ist ja auch gleichzeitig der Konsistenzgeber. Ja? Klar. Das ist natürlich gut, aber ich persönlich hätte etwas mehr Zucker reingetan. Mhm. Ja, das glaube ich dir. Ich finde dich auch ein sehr süßer. Ich finde den Kompass super. Ja? Ich mag genau das, dass es nicht so süß ist. Da würde ich auch den Kompromiss eingehen, lieber weniger, also ich persönlich, lieber ein bisschen weniger Zucker, dafür die Frische. Mm. Weil die Ananas ist voll süß und das Außenrum ist eben nicht so karamellig, nicht zu karamellig. Deswegen, also ich würde da den Kompromiss auch eingehen, da bin ich auf deiner Seite. Also das hat ja Johanna aber auch recht. So ein Eis musst du frisch drehen und servieren. Das konserviert sich nicht so gut, dann wird es hart. Mhm. Aber so frisch gedreht ist das. Und man muss es wirklich in Kombination probieren mit der Ananas. Ne? Weil dann hat der das gemacht, der Johann? Ja, ich habe alles gemacht. Bist du Johann, sicher? Wie findest du die Ananas, Johann? Komm, ich mache nicht die Ananas, finde ich gut. Jetzt bist du dran. Boah, Gott sei Dank war das ein Löffel und kein Messer. Aber das machen wir doch immer so bei dir, ne? Okay. Markus. Ja, Johann. Ich habe noch nie, um diese Uhrzeit in meinem Leben besser gegessen. Ah! Okay. Alfon sagt, auch gut. Daumen hoch und die anderen. Wir sind auch top. Absolut top. Lea, die nächste Einreisegenehmigung nach Deutschland ist hiermit erteilt. Oh, danke schön. Ich komm. Ja? Herzlichen Dank. Das war ein großer Spaß hier mit euch heute. Das Bierchen hat noch mal geholfen, die Sache noch mal direkt abzurunden und noch mal richtig gut zu machen. Ja, wir sind und heute. Den der beste Spruch des Abends war zentrieren. Alfons, schön, dass du es zeigst, wie man es nicht machen soll. So. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich. Sie kommen schon mal, wenn Sie mögen, gerne zu uns nach vorne, meine Damen und Herren. Johann Lafer, Alfons Schubeck, Cornelia Poletto, Johannes King und Lea Linster. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Ihnen alles Gute. Dankeschön.